Hallo meine Freunde und willkommen zur 42. Folge Ravenport. Wir sind mit dem Einsehen auf Feld 1 fertig. Stellen die Seemaschine jetzt hier auch mal ab. Und schnappen uns noch schnell den Düngestreuer, düngen da einmal drüber weg. Und danach werden wir noch ein wenig Soja verkaufen, was wir ja nicht mehr benötigen. Beziehungsweise wir eigentlich auch Geld benötigen. Wir müssten auf jeden Fall, glaube ich, noch Soja haben. Und dann würde ich doch behaupten, holen wir noch mal ein paar Schäfchen. Die können ja auch nicht schaden. So. Da ist er. Das wird auch reichen, denke ich. Auf geht's. Düngen wir noch einmal. So. Ja. Und der Hof hier ist ja, glaube ich, das auch der erste, den ich gebaut habe. Oder gebastelt habe, so ein bisschen. Jetzt mittlerweile gibt es nicht mehr so eine komischen krummen Auffahrten. Gut, wobei manchmal ist es doch noch ein bisschen merkwürdig, aber in der Regel habe ich es doch ganz gut im Griff. Und weiß auch mittlerweile, wie man Sachen halbwegs rund aussehen lassen kann. Und ja, es ist auf jeden Fall alles besser geworden. Ja, gehen wir von aus, unser Soja hier wird wahrscheinlich dann auch demnächst wieder fertig werden. So dass wir hier im guten Kreislauf eigentlich sein dürften. Ernten, sehen, ernten, sehen, ernten, sehen und immer so weiter. Zwischendurch mal noch die Schäfchen gucken, Ernte verkaufen. Und dann mal gucken, was wir mit dem nächsten Geld anfangen. Da habe ich nämlich ehrlich gesagt noch dann keinen Plan. Also wenn der Schafstall voll ist, was wir dann mit unserem Geld anstellen. Vielleicht einen größeren Drescher oder größere Seemaschine, irgendwie sowas in der Richtung. Weil, ja, wobei eigentlich wäre es noch sinniger, ein weiteres Feld zu haben. Da ist es halt nur die Problematik, ein Feld hier in der Nähe, was bezahlbar ist, das sieht nicht so aus. Wenn ihr mal gleich spaßeshalber gucken, was Feld 4 kostet, wahrscheinlich mehrere Millionen, tippe ich. Also auf jeden Fall über 1 Million. Ich würde auch sagen, locker über 1,5 Millionen. Und die müssen wir natürlich erstmal zusammenkriegen. Also diesmal mache ich das anders. Das komische um die Kurve gefahren ist irgendwie blöd. Da bleibt immer voll. Oder eine kleine Ecke bleibt auf jeden Fall immer über. Und das wollte ich ja mal irgendwann vermeiden, dass die Felder nicht so aussehen, als hätten sie Windpocken. So wie jetzt? Ne, jetzt passt es, okay. Und dann müssen wir auch mal gucken. Der Johnny muss gewartet werden. Das Gewicht muss gewartet werden. Der Düngestreuer ist noch mehr oder weniger okay. Da sollten wir uns dann, wenn wir Luft haben, auch mal drum kümmern. Oder zumindest wahrscheinlich einfach vor dem nächsten größeren Einsatz mal was dagegen tun. So, da haben wir wieder so ein blödes Loch, weil ich es wieder vergeigt habe. Ja. Bin mal gespannt, wie viel Soja wir jetzt gleich noch haben. War das mit einer Ladung auch wegbekommen oder ob es da noch mal mehrere werden? So, die Stelle müssen wir auf jeden Fall wegkriegen. Und diese Stelle da hinten möchte ich noch weghaben. So. Krieg's einfach nicht auf die Kette, ne? Vielleicht sollte ich aber mal gerade auf die Bahn fahren.
dann passiert so ein Mist nicht. So, denn das kriegen wir ja wohl alles hier mit einmal abgedeckt. Jawohl. Okay, haben wir das auch mal schnell gemacht. So, weil wir nicht immer übers Feld ballern wollen, ich habe hier oben extra einen Weg gebaut und habe den, glaube ich, noch nicht einmal genutzt. Wobei der natürlich auch ein bisschen schmal ist. Ja, doch nicht. Und runter hier. So, dafür ist er nämlich. Vielleicht mal extra gebaut. Wir wollten mal gucken. Zwei Päcken liegen da schon drin, also geht. Vielleicht haben wir ja, wenn wir dann die 80 Schafe voll haben, eine relativ gute Wollproduktion. Da müssen wir uns dann auch, wir brauchen noch eine Palettengabel. Ich glaube, ich habe bis jetzt nur eine Schaufel gekauft. Und einen anständigen Anhänger, um die Paletten abzutransportieren. Da wäre dann natürlich auch die nächste Investition theoretisch möglich, statt einer Palettengabel einfach einen Stapler zu kaufen oder einen Frontlader oder irgendwas in der Richtung. Nur dann ist halt die Frage, wozu haben wir... Ja, obwohl... Wir brauchen so oder so ja auch eine Schaufel da. Ach so, da hängt der Fendt schon vor. Dann brauchen wir den Johnny dafür ja nicht. Ich wollte, glaube ich, mit dem Johnny fahren. Ich habe jetzt aber auch keine Lust, das nochmal umzuhängen. Dann lassen wir das gespannt, wie es ist. So. Motor starten. Sojabohnen. Wir haben sogar noch 52.000 Gerste. Wir haben 12.000 Hafer. Und nur noch 28.000 Liter Sojabohnen. Okay, also wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was. Sojabohnen. Zur Ranch. Da hat sich was getan. Wo ist die Ranch? Da. Dann fahren wir da auch runter. Das heißt vom Hof die Straße auf die Hauptstraße über die Brücke wäre am schlausten. Haben wir zufällig noch irgendwas bei der Ranch? Wir hatten noch Gerste. Wäre Hafenspeicher und Hafer haben wir noch. Ist auch zum Hafen. Dann können wir ja. Dann müssen wir die zusammen wegfahren. Dann hier hinten noch die anderen 8000 Liter rein. Fahren wir mal los. Rundumfunzel an. Und dann wird nochmal zur Ranch gebrettert. Dann sind das nochmal. Ja, bei 28.000 Liter, knapp 2.000 kriegen wir ja. Dann sind wir knapp 60.000, die wir bekommen. Das ist schon nicht schlecht. Hätten wir so um die 130.000 auf dem Konto gleich. Wenn wir den anderen Kram natürlich auch noch verticken fahren, ist das gut. So, und hätte ich geahnt, dass wir hier doch einen Berg hoch müssen. Ich glaube, die Straße sind wir auch noch nicht gefahren. Da quälen wir uns jetzt natürlich ordentlich. Ob es schlau war, mit dem doch zu fahren? Der sieht nicht so aus. Also mit Allrad sind wir auf jeden Fall schneller. Differentialsperre bringt aber nichts. Ja, zuppeln wir hier mal hoch. Keine Ahnung, warum wir mit Allrad schneller unterwegs sind. Müssten wir ja theoretisch Schlupf auf der Hinterachse haben. Und einen fetten Burnout ziehen. Jetzt kommt auch noch der blöde Zug.
wo wir gerade wieder Fahrt aufnehmen wollen. Und weiter geht's. So, jetzt mit Schwung hier auf die Hauptstraße in der Hoffnung, dass kein Auto kommt. Weil ich gucke nicht. Ich fahre einfach. Und da ist ein Auto. Ups. Müssen sich dran gewöhnen. Bauer Joe ist unterwegs. Der ist hier ins Land gezogen, ne? Und. Alter, warum sind wir denn so langsam unterwegs? Geht schon wieder bergauf? Ist doch gar nicht so doll. Eieieiei. Da wird aus einer schnellen Aktion schnell mal eine Folgenaufgabe anscheinend. Hier laufen Bären rum. Okay. Sollten wir uns auch noch ein Gewehr besorgen anscheinend. Es geht hier echt nur ganz minimal hoch. Und der Fendt hat da echt seine Mühe mit. Und da vorne geht es gleich noch steiler bergauf. Aber wir nehmen auch wieder Fahrt auf, bauen Geschwindigkeit auf. Bergauf, alles auf heute. Und hier ist gleich Gefälle. Das gefällt mir. Na komm schon, komm, 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 komm. Müssen wir hier auf jeden Fall gleich rechts runter. Wenn wir irgendwann oben angekommen sind, das wird jetzt wieder dauern. Also hier sollen wir lang. Da geht's eh nicht weiter, das ist Baustelle. Okay. Sieht natürlich schon nice aus. Ist das ein Staudamm oder sowas? Ja, sieht danach aus. Ja, und warum ist hier ein fetter Zaun, wenn das eine offizielle Straße ja im Grunde ist? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Jetzt muss ich aber einmal auf die Karte gucken. Hauptsache, wir halten da an, wo es gleich nicht mehr hochgeht. Ja, wir müssten am besten hier rückwärts rein. Oder, beziehungsweise hier rein. Nicht rückwärts. Schaffen wir die Kurve noch? Eieieiei. Da kommen wir niemals hoch. Glaube, das wird nichts, Freunde. Schafft er jetzt aber doch besser als erwartet. Voll der Ausflug hier heute. Ich hatte ja eigentlich erhofft, dass wir mehr schaffen. Konnte aber nicht ahnen, dass wir jetzt eine Folge brauchen, um hier hochzueiern zur Ranch. Das nächste Mal nehmen wir auch den Johnny. Sollten uns vielleicht auch nochmal irgendwas einfallen lassen, wie wir hier schneller und besser an unsere Ziele kommen, wenn es hier so doll bergauf geht, vor allem mit dem Gewicht. Jetzt haben wir es aber gleich, Gott sei Dank, geschafft. Der Rückweg sollte doch deutlich schneller gehen. Müssen wir mal gucken, wo die Abladestelle ist. Ja, Differentiale können schon wieder aus. Scheint das hier vorne zu sein. So, dann bitte so parken, dass wir beide abladen können. Sehr schön. Da kommt die Kohle rein.
Lustig ist auch, dass der kleine Anhänger fast genauso lange braucht zum Abkippen für 8000 Liter wie der große für alles. 54.000, ja, sehr schön. Bremse wieder lösen, auf geht's. Wir fahren jetzt aber auch wieder hier zurück, würde ich sagen. Hier geht's nämlich schön bergab. Rumpel, rumpel, rumpel. Wird schon keiner kommen. Fahren wir jetzt wieder über den Stau. Ja, wir fahren genauso, wie wir gekommen sind, ist am besten. Hier dürfen auch nur autorisierte Personen lang. Und warum ist das dann offen? Ja, dann fahren wir jetzt noch fix nach Hause, beenden zu Hause die Folge, wird sie wieder 2, 3 Minuten länger. Das macht aber nichts. Da haben wir nochmal einen kleinen Ausflug heute gemacht. Ja, geschafft natürlich eigentlich ja gar nichts, außer mal kurz ein bisschen Soja wegzubringen und das Feld zu düngen. Da hatte ich mir mehr erhofft in 15 Minuten. Wären wir zum Hafen gefahren, hätten wir mehr geschafft. Oder hätten wir zum Hafen fahren müssen. Dann hätten wir vielleicht zweimal fahren können. In derselben Zeit, wie wir einmal zur Ranch fahren. Was mir jetzt auf jeden Fall auch sagt, wir fahren nicht mehr die Ware mit dem Fendt weg. Der hat einfach dafür zu wenig Power. Der Johnny ist zwar auch nicht overpowered für sowas, aber ich denke, wir kommen damit doch ein bisschen besser um die Ecken und die Berge hoch. Wir hoffen, dass der Zug uns jetzt nicht gleich wieder hinterrücks überfährt. Ja, passt. Dann sind wir auch jetzt gleich zu Hause. Was, hier ist eine Abladestation. Man weiß nicht welche. Als Bahnsilo West. Das könnten wir theoretisch dann, wenn unser Lager mal irgendwann voll sein sollte, können wir das auch noch nutzen. Da glaube ich aber nicht, dass wir das so schnell voll bekommen. Zumal wir auch immer wieder verkaufen fahren, erstmal, bis wir massig Geld haben. Ja, fahren wir nächste Folge den Rest jetzt noch verkaufen, damit wir richtig Asche auf dem Konto haben und holen wir uns noch ein paar Schäfchen. So machen wir das. Alles klar. Dann ist die Folge für heute erstmal wieder vorbei. Freut mich, dass ihr da gewesen seid. Vielen Dank dafür. Habt einen schönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, reingehauen.